Da Russland in letzter Zeit die gesamte Negativpresse beherrscht, ist dir vielleicht entgangen, dass der chinesische Präsident Xi Jinping unmissverständlich verkündet hat, dass Taiwan mit dem Festland wiedervereint werden soll. Und er schließt militärische Gewalt nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. Aber da die große Mehrheit der taiwanesischen Bürgerinnen und Bürger nichts mit dem kommunistischen China auf dem Festland zu tun haben will und der amerikanische Präsident Joe Biden versprochen hat, dass die USA Taiwan zu Hilfe kommen wird, wird ein dritter Weltkrieg immer wahrscheinlicher. Und er wird nicht in Europa beginnen. Wie will China die USA und ihre Verbündeten besiegen? Und noch wichtiger, warum ist Taiwan so wichtig, dass die USA bereit sind, dafür zu kämpfen, dass es frei und unabhängig bleibt? China will Taiwan und die USA wollen, dass Taiwan frei bleibt. Beide Seiten haben ihre unterschiedlichen Gründe, aber es gibt einige wichtige Überschneidungen. Für China ist Taiwan sowohl eine Frage des nationalen Prestiges als auch eine Priorität der nationalen Verteidigung. Die Insel ist die Heimat der chinesischen Nationalisten, die nach dem verlorenen Krieg gegen die Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg geflohen sind und angesichts der Schwierigkeit einer Invasion und der Unterstützung der Vereinigten Staaten war die gewaltsame Wiedervereinigung dieser abtrünnigen Provinz für China keine Option. Erst in jüngster Zeit, als China sein Militär umfassend modernisierte und seine Fähigkeiten für amphibische Angriffe stetig ausbaute, rückt der Traum von der Übernahme Taiwans in greifbare Nähe. Solange Taiwan jedoch unabhängig bleibt und sich weigert, sich Peking zu beugen, kann China als globale Militärmacht nicht ernst genommen werden. Warum sollte sich jemand vor dem eigenen Militär fürchten, wenn es nicht einmal in der Lage ist, eine Insel zu befrieden, die direkt vor der eigenen Küste liegt? Für die Kommunistische Partei Chinas ist Taiwan jedoch eine existenzielle Bedrohung. Die Nation begann als Diktatur, wurde aber nach und nach zu einer liberalen und offenen Demokratie. Heute gehört es zu den erfolgreichsten Demokratien der Welt und das ist ein großes Problem für die KPCH. Solange Taiwan unabhängig bleibt, ist es für das chinesische Volk ein Symbol dafür, wie das Leben aussehen könnte, wenn es nicht mehr unter der Fuchtel der KPCH stünde. Nach den extremen Maßnahmen, die Präsident Xi während und nach Covid ergriffen hat, ist die Enttäuschung über die chinesische Regierung und die Gesellschaft, auf der sie aufgebaut ist, unter der Jugend in die Höhe geschnellt. Für viele von ihnen ist die Demokratie, die direkt vor ihrer eigenen Küste lauert, eine attraktivere Wahl. Und solange Taiwan unabhängig bleibt, wird es dem chinesischen Volk weiterhin das Sirenenlied der Demokratie vorsingen. Es gibt jedoch zwei sehr reale und sehr wichtige strategische Gründe dafür, dass China Taiwan zurückerobern will und dass die USA wollen, dass es unabhängig bleibt. Der erste ist eine wesentliche Strategie, die als erste Inselkette bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Kette pro-westlicher, befreundeter Staaten, die sowohl die Küsten Chinas als auch Russlands umschließen. Während des Kalten Krieges diente sie als physische Barriere für kommunistische Seestreitkräfte, die im Falle eines Krieges eingekesselt wären und nicht in offenen Gewässern operieren könnten, ohne bei dem Versuch, auf das offene Meer vorzudringen, zerstört zu werden. Die Inselkette ermöglicht es den befreundeten Seestreitkräften auch, sehr nahe an der feindlichen Küste zu operieren, da sie über Nachschub- und Reparatureinrichtungen verfügen und nicht auf weit entfernte Stützpunkte angewiesen sind, die die Aufenthaltszeit für befreundete Schiffe und Flugzeuge einschränken würden. Heute schirmt die Strategie der ersten Inselkette die Sowjetunion und ihre Verbündeten nicht mehr ab, sondern dient als Barriere für den chinesischen Expansionismus. China hat versucht, die erste Inselkette zu durchbrechen, indem es illegal künstliche Inseln im südchinesischen Meer errichtete. Auch wenn die Bedrohung, die von diesen Inseln ausgeht, beträchtlich ist, kann die chinesische Marine die Verteidigung der ersten Inselkette nicht vollständig durchbrechen. Außerdem kann sie die feindlichen Flotten nicht weit genug wegdrängen, damit die chinesische Schifffahrt das Land weiterhin mit dem lebenswichtigen Erdöl und Erdgas versorgen kann, das es braucht. Ein weiterer strategischer Grund, die Wiedervereinigung mit Taiwan anzustreben, könnte jedoch Auswirkungen auf die ganze Welt haben. Heute ist Taiwan der weltgrößte Hersteller von Computerchips und Halbleitern und verfügt über so viel Einfluss, dass das Embargo gegen Russland die Fähigkeit des Landes, moderne Waffen zu bauen, nahezu lahmgelegt hat. Taiwans Beitrag zum globalen Technologiemarkt ist so bedeutend, dass die Vereinigten Staaten angesichts der wachsenden chinesischen Bedrohung für die Insel eine Notfinanzierung für den Bau von Computerchip-Fabriken in Amerika beschlossen haben. Wenn China Taiwan einnehmen würde, hätte es die Kontrolle über fast die gesamte weltweite Versorgung mit hochentwickelten elektronischen Bauteilen und könnte Ländern, die nicht auf die Linie der KPCH einschwenken, mit Embargos drohen. Ein Land hätte eine einfache Wahl. Entweder wird seine Wirtschaft lahmgelegt oder es tut, was Präsident Xi sagt.
Wie kann China also seine Ziele erreichen, selbst wenn es dafür den Dritten Weltkrieg anzetteln muss und dabei als Sieger hervorgehen? China hat sich bereits ausgiebig auf einen Konflikt mit der überlegenen US-Marine vorbereitet und hat dabei auch gute Arbeit geleistet. Seine Überwasserkampfschiffe sind den amerikanischen Schiffen immer noch nicht gewachsen, denn China verfügt nur über etwa 2/3 der Raketen, über die die US Navy verfügt. Auch die chinesische Luftwaffe ist der US Air Force unterlegen, die nicht nur zahlenmäßig überlegen ist, sondern auch über weitaus bessere Fähigkeiten verfügt. Mit einer Ausnahme: Langstrecken-Luft-Luft-Raketen, bei denen die chinesische PL-15 einen deutlichen Reichweitenvorteil gegenüber der amerikanischen AIM-120 hat. Die USA arbeiten jedoch mit Hochdruck an der Aufrüstung der AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, um diese Lücke nicht nur zu schließen, sondern sie sogar noch zu übertreffen. Die Macht der US-Luft- und Seestreitkräfte ist jedoch bedeutungslos, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre ganze Macht in die Nähe der chinesischen Küste zu bringen. Deshalb hat China stark in die Entwicklung einer Strategie investiert, die als Anti-SS Area Denial, A2AD, bekannt ist. Das Ziel ist einfach: Amerikanische Schiffe und Spezialflugzeuge wie AVACS und Tankflugzeuge sollen von den chinesischen Küsten ferngehalten werden, damit die Volksbefreiungsmarine ungestraft operieren kann. Das Herzstück dieser Strategie ist die Raketenstreitmacht der Volksbefreiungsarmee, kurz PLAV. PLAV klingt vielleicht wie etwas, das man nach einem schlechten Burrito macht, aber sie ist die größte Bedrohung für die US Navy seit dem Ende des Kalten Krieges. Und sie könnte ausreichen, um US-Schiffe für immer aus dem westlichen Pazifik fernzuhalten. Die ballistische Raketentruppe des chinesischen Militärs ist für Chinas riesige Bestände an nuklearen und nicht-nuklearen ballistischen Raketen zuständig. Da China nie dem INF-Vertrag, Intermediate Range Force Treaty, beigetreten ist, hat es im Gegensatz zur Sowjetunion und den USA ein umfangreiches Arsenal an konventionellen ballistischen Raketen aufgebaut. Heute verfügt China über etwa 1400 ballistische Raketen und hunderte von Marschflugkörpern. Bei den meisten dieser Raketen handelt es sich um ältere Raketen mit kürzerer Reichweite, die gegen die taiwanesische Infrastruktur eingesetzt werden könnten. Aber hunderte haben eine Reichweite, mit der sie US-Basen in Japan und Südkorea treffen können. Eine kleine, aber unbekannte Anzahl kann sogar die wichtige US-Basis in Guam treffen. Die PLAV wäre in den ersten Tagen des Dritten Weltkriegs von entscheidender Bedeutung. Sowohl die USA als auch China verfügen über ernstzunehmende Gegenkräfte und derjenige, der zuerst feuert, wäre im Vorteil. Ein Krieg zwischen den beiden Mächten wäre mit ziemlicher Sicherheit ein Angriff aus heiterem Himmel, ein unerwarteter Erstschlag mit Hunderten von ballistischen Raketen. Die Ziele wären US-Stützpunkte in der Region, wobei Guam ein vorrangiges Ziel wäre. Dies birgt jedoch ein gewisses Risiko, da ein Angriff auf US-Stützpunkte in Japan und Südkorea die Gefahr birgt, dass die beiden Länder in den Konflikt hineingezogen werden. Südkorea könnte aus Angst, dass Nordkorea die Situation ausnutzt, abgeneigt sein, in den Konflikt einzutreten. Denn für China wäre es im besten Interesse, einem Krieg im Pazifik mit einem verstärkten Auftreten Nordkoreas zuvorzukommen. Genug, um Südkorea zu verunsichern, ohne die Grenze zum Krieg zu überschreiten. Die Angst vor einer nordkoreanischen Aggression würde wahrscheinlich ausreichen, um Südkorea davon abzuhalten, etwas anderes zu tun, als seine amerikanischen Verbündeten öffentlich zu unterstützen. Bei Japan wäre das anders. Die beiden Länder sind berühmte Rivalen und es gibt immer noch viel böses Blut zwischen China und Japan. Außerdem stimmt Japan mit den USA darin überein, dass China eine Bedrohung für die Demokratien auf der ganzen Welt darstellt. Der Verlust eines demokratischen Landes wie Taiwan an China könnte eine größere globale Verschiebung in Richtung Autoritarismus bedeuten. Dass China die dominierende Regionalmacht ist, ist auch für Japan von großem Nachteil, dessen wichtige Handelsrouten alle nahe genug an China vorbeiführen, um von dessen Marine abgefangen zu werden, sollte Taiwan fallen und die erste Inselkette unterbrochen werden. Daher ist es fast schon eine ausgemachte Sache, dass Japan in den Krieg eintreten würde, egal was China am Ende tut. Die Änderung der japanischen Verfassung, die entgegen der pazifistischen Ideologie der Selbstverteidigung den Einsatz des japanischen Militärs erlaubt, ist ein Beweis dafür, dass Japan sich aktiv darauf vorbereitet, Schiffe, Truppen und Flugzeuge zur Unterstützung der USA und Taiwans zu schicken. Das ist ein ernstes Problem für China, denn Japan ist ein ideales Aufmarschgebiet für die US-amerikanischen See- und Luftstreitkräfte. Um dem US-Militär beides zu verwehren, müsste eine beträchtliche Anzahl von ballistischen Raketen auf japanische Luftwaffenstützpunkte und Häfen gerichtet werden.
Die chinesische Militärdoktrin besagt, dass die PLAV in einem schnellen, präzisen und überwältigenden Schlag gegen eine feindliche Macht eingesetzt werden soll. Und das bedeutet, dass die größte Bedrohung für die chinesischen Ambitionen in der Region ausgeschaltet werden muss, die US-Marine. Es reicht nicht aus, die US-Stützpunkte und Flugplätze zu schließen. Amerika hat ein riesiges Expeditionspotenzial und viele Freunde, von denen aus sie Schiffe und Flugzeuge in Stellung bringen können. Wer den Krieg im Pazifik gewinnen will, muss die US-Navy in Grund und Boden schlagen. China setzt auf die Abneigung der US-Bevölkerung gegen militärische Verluste, um diesen Krieg sofort zu gewinnen. Um dies zu erreichen, muss es den USA bei Kriegsbeginn große Verluste an Menschen und Material zufügen. Deshalb sind die US-Flugzeugträger-Angriffsgruppen Chinas Priorität Nummer 1. Amerikanische Superträger bedrohen nicht nur die gesamte chinesische Seeschifffahrt, sondern der Verlust auch nur eines einzigen Trägers würde den Tod tausender amerikanischer Matrosen zur Folge haben. China hofft, damit die amerikanische Öffentlichkeit schockieren zu können, damit sie einen langwierigen Krieg nicht unterstützt. Denn China kann einen langfristigen Konflikt gegen die USA nicht gewinnen. Es hat einfach nicht das Material und die Fähigkeit, seinen Überseehandel zu schützen, während es nichts tun kann, um den amerikanischen Welthandel zu bedrohen. Wenn die US-Flugzeugträger mit ballistischen Raketen in Schach gehalten und die befreundeten Flugplätze zerstört würden, hätte China ein oder zwei Wochen Zeit, um sein Ziel, die Einnahme Taiwans, zu erreichen. Allerdings steht China bei seinen Kriegsplänen vor drei entscheidenden Problemen. Das erste ist, dass eine Invasion Taiwans Wochen dauern würde, um sie zu koordinieren. Schiffe müssen in nahegelegenen Häfen verlegt werden. Hunderttausende von Truppen müssten aus den verschiedenen Militärbezirken in den östlichen verlegt werden, um das Entern vorzubereiten. Vorräte wie Lebensmittel, Wasser und Medikamente müssen in Millionen von Tonnen zusammengetragen und für den Transport über die Meerenge vorbereitet werden. Hunderte von Flugzeugen müssen auf nahegelegene Flugplätze verlegt werden. Grundsätzlich wäre eine Invasion Taiwans alles andere als ein Blitz aus heiterem Himmel. Es wäre ein öffentlich bekannt gegebenes Ereignis mit monatelanger Vorwarnzeit. Die Vereinigten Staaten würden diese Zeit nutzen, um weltweit Unterstützung für schmerzhafte politische und wirtschaftliche Maßnahmen gegen China zu sammeln oder eine nationale Militärkoalition aufzubauen, wie sie es beim Wüstensturm getan hat. In einem beispiellosen Schritt haben die europäischen NATO-Partner in den letzten 6 Monaten Schiffe in den Südpazifik entsandt. Diese Routinepatrouillen sollen China vor allem eines signalisieren. Europa steht auf der Seite der USA und ist gegen eine Invasion Taiwans. Eine Invasion Taiwans würde bedeuten, dass man es mit einer internationalen Koalition zu tun bekommt. Und auf dieses gewaltige Problem hat China keine Antwort parat, da es nur wenige bedeutende Allianzen hat und keine, die es in einem Krieg gegen eine globale Macht unterstützen würden. Das zweite Problem, mit dem China konfrontiert ist, ist, dass seine ballistischen Raketen zwar eine tödliche Bedrohung für die US-Streitkräfte darstellen, aber möglicherweise nicht in der Lage sind, die US-Marineoperationen so wirksam abzuschrecken, wie China es sich erhofft. Einen stationären Luftwaffenstützpunkt mit einer ballistischen Rakete aus tausenden von Meilen Entfernung zu treffen, ist relativ einfach. China hat die kreisförmige Fehlerwahrscheinlichkeit seiner modernen Raketen von 100 auf nur 5 oder 10 Meter reduziert. Ein sich schnell bewegendes Kriegsschiff mitten auf dem Ozean zu treffen, ist jedoch eine ganz andere Herausforderung. Ballistische Raketen und andere Abstandswaffen brauchen gute Tracking-Daten, um ein bewegliches Ziel zu treffen. Das bedeutet, dass ein Schiff zuerst entdeckt, richtig identifiziert und schließlich geortet werden muss. China hat sowohl seine bodengestützten als auch seine satellitengestützten Langstreckenradarfähigkeiten stark verbessert. Aber diese Art von Radar kann dir nur die ungefähre Entfernung eines Schiffes anzeigen. Die Genauigkeit der Satelliten ist jedoch höher, obwohl sie nur eine temporäre Spur liefern, während sie die Erde umkreisen. Um ein Schiff richtig zu identifizieren und zu verfolgen, braucht man eine viel bessere Sensortechnologie. Und es ist unklar, ob China die Kosten dafür tragen kann. Dank umfangreicher Investitionen in Drohnen und AVAX-Flugzeuge verfügt China zwar über die nötigen Mittel, um die Aufgabe zu bewältigen, aber diese Luftfahrzeuge müssen sich der Bedrohung durch die stärkste Luftwaffe der Welt stellen. China ist zwar im Vorteil, weil die USA ihre Flugzeuge über extrem große Entfernungen einsetzen müssten, aber die zunehmende Anschaffung von Luft- und Seedrohnen durch das US-Militär sowie eine neue Tankerdrohne bedeuten, dass die Reichweite der amerikanischen Waffen stetig und erheblich vergrößert wird. Selbst wenn China die Schwierigkeiten überwinden kann, bewegliche Ziele zu treffen, gibt es immer noch eine Achillesferse, für die es keine Lösung hat, weder heute noch in der Zukunft. China ist für den Großteil seiner Öl- und Erdgasimporte auf den Überseehandel angewiesen.
Es hat zwar zwei Landverbindungen zu Russland, aber eine davon, die Pipeline von Kamtschatka, wäre ein leichtes Ziel für einen Marschflugkörperangriff per U-Boot. Damit bliebe nur noch ein Zufluss von Erdöl und Erdgas im äußersten Westen, außerhalb der Reichweite der USA. Im Vergleich zu Chinas derzeitiger Versorgung mit fossilen Brennstoffen wäre das ein Rinnsal und innerhalb weniger Wochen würde dem Land das Öl ausgehen. Das Militär könnte aufgrund der strategischen Reserven höchstens noch ein paar Monate weiterkämpfen, aber die Wirtschaft würde zum Erliegen kommen, da der zivile Sektor ohne Energie dastünde. Hinzu kommt, dass über 60% des chinesischen Handels über den Seeweg abgewickelt werden, was im Kriegsfall dank der US Navy nicht der Fall wäre. Selbst wenn die ballistischen Raketen die US-Marine in Schach halten, können ballistische Raketen die riesige US-Angriffs-U-Boot-Flotte nicht aufhalten. Überwassereinsatzkräfte könnten China auch leicht an mehreren Verkehrsknotenpunkten für den Seehandel abwürgen, darunter die Straße von Malakka, der Golf von Oman und der Panama-Kanal. China versucht, sich Häfen und Flugplätze außerhalb des Landes zu sichern, um seine Streitkräfte in der Nähe dieser strategisch wichtigen Wasserstraßen stationieren zu können. Aber bisher ist es nur gelungen, einen kleinen Stützpunkt in Djibouti zu nutzen, nur wenige Kilometer von einem viel größeren amerikanischen Stützpunkt entfernt. Da der Großteil der Welt auf der ideologischen Seite der USA steht und die USA über ein riesiges Netzwerk von Freunden und Partnern verfügen, mit dem sie Druck auf alle ausüben können, die China den Bau von Militärbasen auf ihrem Territorium gestatten, ist nicht damit zu rechnen, dass Chinas vorwärtsgerichtete Streitkräfte in nennenswerten Umfang wachsen werden. Die chinesische Marine mag heute die größte der Welt sein, aber die meisten dieser Schiffe sind kleinere Schiffe, die als Raketenboote fungieren oder die Fischereifahrzeuge und Ölförderschiffe der Nachbarländer belästigen sollen und nicht versuchen, eine US-Trägerkampfgruppe von einer wichtigen Handelsader zu verdrängen. Trotz aller Planungen kann China nichts an dieser Situation ändern, weder kurzfristig noch langfristig, obwohl es kontinuierlich am Bau einer Blauwassermarine arbeitet, die auch fernab der eigenen Küsten operieren kann. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg und selbst dann bleiben die USA in Führung. Schau dir jetzt an, wie die USA auf eine chinesische Invasion Taiwans reagieren werden oder klicke stattdessen auf dieses andere Video.